Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des VfL-Gastspiels beim FC St. Pauli am kommenden Donnerstag, das Topspiel um 20.30 Uhr. Bis dato gab es diese Partie St. Pauli gegen den VfL 36 Mal, 10 Mal in der Bundesliga, 23 Mal in der zweiten Liga und 3 Mal im DFB-Pokal. Die Bilanz aus VfL-Sicht ausbaufähig, 8 Siege, 15 Unentschieden, 13 Niederlagen. Auf St. Pauli haben wir bisher 18 Spiele bestritten, dabei sprangen lediglich 2 Siege raus, 8 Unentschieden und 8 Niederlagen komplettieren das Bild. Der letzte Sieg in St. Pauli war im Februar 2014, also als es ähnlich kalt war wie heute. In der vergangenen Saison gab es in Hamburg ein 1:1, Simon Zoller hat da unser Tor geschossen. Und in der Hinrunde, wir sind ja schließlich jetzt beim Rückrundenauftakt, gab es ein 2:2, auch da hat Zolli als Torschütze geglänzt neben Robert Juhl. Wir sind allerdings, und auch das gehört zur Statistik, seit 4 Spielen gegen St. Pauli ungeschlagen. Aus dem Bereich Ehemalige haben wir auf Hamburger Seite Rico Benatelli, der bei uns die Jugendmannschaften durchlaufen hat. Und deswegen sitzt er heute hier auf dem Podium, auf unserer Seite Co-Trainer Markus Gellhaus, der schon bei Pauli aktiv war. Und der zweite auf dem Podium, natürlich Cheftrainer Thomas Reis. Wie immer, zuerst geht es in Richtung Personal. Die Liste ist kürzer geworden. Blum, Lampropoulos, Nowotny, Drewes und Bonga stehen da bei mir noch drauf. Ja, also Bonga und Nowotny kann man von der Liste runternehmen. Sind jetzt ganz normal im Aufbautraining, sind vollwertige Mitglieder im Trainingsbetrieb. Bei Paddy Drewes hat es auch wieder mittrainiert. Ich denke, für St. Pauli wird es noch ein bisschen zu früh sein. Da ist mir ein Training wichtiger. Aber ich denke, dass er gegen Karlsruhe dann dementsprechend wieder zur Verfügung steht. Bei Vasi ist es weiterhin so, bei Blumi, dass sie im Aufbautraining sind. Und das wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass Blumi schneller zurückkommt. Und alles andere werden wir dann sehen. Okay, gut. Damit ist die Fragerunde eröffnet. Das ist an euch. Kurzes Handzeichen. Oder aber im Falle von Michael irgendwie bemerkbar machen. Philipp Rentsch macht mal den Anfang. Jawohl, nochmal hallo in die Runde. Direkt eine Personalfrage an Thomas Reis, gerne ja, an den Co-Trainer, wenn man es jetzt verteilen möchte. Wahrscheinlich ist es, dass Gerrit Holtmann in die Startformation am Donnerstag zurückkehren wird. Ich übersetze mal eben kurz, weil bei dir war soundtechnisch so ein bisschen was im Argen, das kam ja nur so zur Hälfte an. Du hast gefragt, wie wahrscheinlich es sei, dass Gerrit Holtmann in die Startelf zurückkehrt. Ist das richtig? Er nickt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wir haben oder in Sandhausen uns für eine andere Formation entschieden, weil wir auch gesagt haben, wir haben jetzt viele Spiele. Wir haben uns da Gedanken gemacht gehabt, wie wir in Sandhausen auflaufen können. Und ja, jetzt ist wieder ein Spiel gegen Pauli, so dass Gerrit mit Sicherheit im ausgeruhten Zustand ist und ja schon gute Karten hat, wieder von Anfang an zu spielen. Martin Jarosch ist der Nächste. Ja, guten Tag erstmal zusammen. St. Pauli steht in ähnlichen Tabellenregionen wie gegen Sandhausen. Erwartest du da ein ähnlich gelagertes Spiel oder eine komplett andere Aufgabe auf deine Mannschaft zu bekommen? Ja, ich erwarte schon eine andere Aufgabe. Ich meine, wir haben in Sandhausen gesehen, dass das eine Mannschaft ist, die sehr aus der Defensive spielt, die ja gerade im hinteren Abwehrbereich sehr große Spieler, sehr wuchtige Spieler hatte. Und Pauli hat sich jetzt dementsprechend ein bisschen gefangen. Sie haben anderes Spielerpersonal dazu bekommen, spielen jetzt ein bisschen anders wie in der Hinrunde, sind im Moment auch erfolgreich gewesen, sodass sie ein bisschen sich von unten befreien konnten. Und von dem her werden sie mit Sicherheit versuchen, Fußball zu spielen. Und Sandhausen hat man ja gesehen, dass er nicht unbedingt auf die Spielanlage aus war, sondern mehr aufs Zerstören, was auch legitim ist und was uns auch das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Aber ich erwarte, dass es ein offeneres Spiel wird, sodass wir auch uns, glaube ich, ganz gute Räume erarbeiten können. Ui, alle drei. Dann machen wir es der Reihenfolge nach. Philipp Rentsch zuerst, dann Martin Jarosch, dann Günther Pohl. Jawohl, ich hoffe, ich bin jetzt besser zu verstehen. Ja, ein bisschen besser ist es. Okay. Dann auch noch mal eine Frage diesmal an Markus Gellhaus. Ich habe mir die Aufstellung angeschaut vom Spiel Anfang Juni. Da ist genau ein Spieler beim FC St. Pauli übrig geblieben, der jetzt auch am Wochenende gegen Regensburg zur Startformation gehörte. Wie haben Sie die Entwicklung beim FC St. Pauli auch in den letzten Monaten gerade aus der Ferne verfolgt? Was hat sich dort aus Ihrer Sicht gerade auch personell, aber vielleicht auch darüber hinaus verändert? Ja, darüber hinaus ist für mich natürlich schwer zu beurteilen, weil ich relativ weit weg bin jetzt. Ich kann nur, wie Sie es schon angesprochen haben, das Personal beurteilen. Das ist
fast komplett einmal durchgetauscht worden, da haben Sie vollkommen recht. Wahrscheinlich aber auch dadurch bedingt, dass man am Anfang der Saison nicht den gewünschten Erfolg gehabt hat. Deswegen hat der Trainer das eine oder andere ausprobiert, man hat den einen oder anderen Spieler neu verpflichtet. Und dann kommt es dazu, dass man am Ende einer Hinrunde schon sehr, sehr viele Spieler getauscht hat, viele Varianten probiert hat. Mittlerweile hat der FC St. Pauli ja auch einen sehr großen Kader, aus dem sie schöpfen können. Haben am Anfang auch den einen oder anderen verletzten Spieler gehabt und daraus resultiert das Ganze, denke ich. Martin Jarusch. Ja, ich gehe da nochmal zurück zu Thomas Reis. Ihr habt jetzt nach dem Spiel in Sandhausen zweimal trainiert, gehe ich von aus. Die englischen Wochen stehen an. Kollege Rentsch hatte gerade gefragt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es auf der Außenbahn Spielerwechsel geben wird. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es darüber hinaus noch Spielerwechsel geben wird? Wie immer werde ich darüber hinaus nicht unbedingt immer alles preisgeben. Wir schauen uns das Training an und für mich ist immer wichtig, dass die Jungs fit sind. Wir haben jetzt heute auch gerade eben nochmal trainiert, also wir sind jetzt eigentlich gerade auch frisch vom Trainingsplatz gekommen, haben morgen nochmal ein Training und dann wird der Kader wahrscheinlich ähnlich aussehen wie in Sandhausen. Schumann Wodny macht soweit einen guten Eindruck im Training. Es kann sein, dass er vielleicht in den Kader mit aufschließt. Ich denke auch da vielleicht allerspätestens am Sonntag gegen Karlsruhe und ich glaube, dass alle Jungs fit sind, dass sie trotzdem erholt sind. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel und von dem her versucht man ja immer die beste Elf aufzustellen. Nach dem Spiel ist man immer ein bisschen schlauer. Da gibt es ja auch viele, die dann auch schlauer, nicht nur ich schlauer bin, sondern auch viele andere, die dann schlauer sind. Und wir versuchen die bestmöglichste Truppe in St. Pauli aufzustellen, die uns Punkte bringen kann. Natürlich wollen wir eine gewisse Dynamik wieder über außen haben und von dem her werden wir uns dann in Ruhe das Training morgen anschauen und aber es kann schon sein, dass auch eine ähnliche Formation auflaufen wird. Günter Pohl. Erstmal Entschuldigung, dass ich zu spät war, aber ich habe die E-Mail nicht gesehen, die da neu gekommen ist. Jens, hättest du vielleicht noch mal kurz vorher schreiben können. Egal, ich muss jetzt leider noch mal fragen nach den definitiven Ausfällen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht online war. Also definitiv ausfallen wird Blum, Lambropoulos, das ist definitiv. Ich habe auch vorhin gesagt, wo du noch nicht da warst, dass Patti Treves wieder ins Training zurückgekehrt ist. Aber ich denke, dass es da sinnvoller ist, dass er weiterhin Training absolviert und wahrscheinlich gegen Karlsruhe wieder ein Kaderspieler sein kann. Ansonsten sind alle soweit im Training. Weitere Fragen eurerseits? Günther. Thomas, ich habe gerade gelesen im Internet, dass Burgstaller geschont wird oder vielleicht eine Pause erhält. Fällst du darauf ein oder gehst du fest davon aus, dass er spielen wird von Beginn an, nachdem er ja auch sehr erfolgreich gespielt hat in den letzten Begegnungen? Ja, ist immer schwer zu sagen. Ich meine, natürlich hat St. Pauli oder auch der Trainer eine Idee und wenn er der Meinung ist, dass Burgstaller vielleicht eine Pause braucht, dann wird ein anderer spielen. Sie werden meiner Meinung nach von der Grundordnung dann auch nichts verändern. Wir wissen, dass Burgstaller mit Sicherheit sehr, sehr viel Erfahrung hat, der Mannschaft unheimlich gut zu Gesicht steht, aber wir werden dann schauen, wer letztendlich dann auflaufen wird. Ich gehe jetzt erstmal von aus, dass er trotzdem spielt und wenn nicht, dann wird ein anderer diese Position einnehmen. Also wir sind, wie immer, versuchen wir uns bestmöglich vorzubereiten und da ist es schon irgendwo ein bisschen unabhängig, welcher einzelne Spieler jetzt eventuell aufläuft und welcher nicht. Und Günther macht weiter. Ja, vielleicht nochmal eine etwas saloppe Frage an den Co-Trainer. Wir haben ja gegen den FC St. Pauli eine Bilanz, die ich zwar nicht gehört habe, aber ich nehme an, die ist nicht so gut. Welche Tipps kann man dem Cheftrainer geben, damit diese schwarze Serie beim FC St. Pauli endet? Gibt es irgendeinen Ansatzpunkt, damit der VfL vielleicht sogar mal mit einem Dreier aus Hamburg zurückkehrt? Ich selbst habe das sehr selten erlebt. Also wir analysieren natürlich jeden Gegner bis ins kleinste Detail mit Videoanalysen, bereiten uns vor auf das, was der Gegner zu bieten hat. Und das erarbeiten wir im Team, sodass ich also dem Trainer keine expliziten Geheimtipps geben muss oder geben kann. Von daher ist es so, wir bereiten uns wie bei jedem anderen Spiel auch auf St. Pauli vor
und besprechen im Team die Maßnahmen, die wir ergreifen können, wo wir glauben, dass sie erfolgsversprechend sind, dass wir mit den und den taktischen Dingen dann auch Erfolg haben können, um dieses Spiel zu gewinnen. Und von daher ist das eigentlich keine andere Vorbereitung als bei jedem anderen Spiel auch. Natürlich hat man den einen oder anderen Spieler selbst schon trainiert und hat persönlichere Eindrücke von diesen Spielern. Aber das ändert nichts an der taktischen Herangehensweise. Und nochmal der Günther. Nochmal eine Anschlussfrage. Das ist ja für Sie kein Spiel wie jedes andere, denn die Zeit in St. Pauli war ja intensiv und auch sehr lange. Was geht Ihnen denn in den Tagen vor der Reise nach Hamburg so durch den Kopf, oder hat man dafür gar keine Zeit bei dem engen Spielplan? Ja, Sie sprechen es gerade schon an, also der Terminplan ist sehr eng und von daher hat man nicht viel Vorlauf auf dieses Spiel, ist geprägt von viel Arbeit, um sich bestmöglich auf diesen Gegner vorzubereiten. Aber es ist so, dass ich ja auch schon den einen oder anderen Verein gehabt habe, sodass es jetzt natürlich noch relativ frisch ist, die Zeit bei St. Pauli, und ich hatte auch eine sehr gute Zeit da, muss ich sagen, die 3 Jahre. Aber ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dem einen oder anderen. Aber am meisten freue ich mich darauf, dort erfolgreich Fußball spielen zu können und hoffentlich das Spiel zu gewinnen. Philipp Rentsch. Ja, eine Frage an beide. Jetzt ist es so, dass Sie sich, wenn ich richtig informiert bin, vorher noch gar nicht so intensiv kennengelernt hatten, bevor es zu der Zusammenarbeit beim VfB Bochum kam. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber wie hat sich das so in den vergangenen Monaten entwickelt? Das ist ja jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr der Zusammenarbeit. Aber das Verhältnis zwischen Trainer und Co-Trainer sollte ja schon sehr ausgeprägt sein, damit man dann auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hat. Wie hat sich das in den letzten Monaten entwickelt? Bitte. Ja gut, dann fange ich mal an. Nein, es war so, dass man sich ja persönlich noch nicht gekannt hat. Man kannte sich so ein bisschen als Gegner, man hat sich natürlich damit befasst. Und mir war wichtig, dadurch, dass ich ja auch relativ neu im Profigeschäft bin, obwohl ich vorher, ich glaube, gefühlte 12 Jahre in guten Regionen gearbeitet habe, sprich in U19 Bundesligen und auch bei verschiedenen Vereinen. Und trotzdem war es mir dann wichtig, eine Vertrauensperson dazu zu bekommen, die ja mich immer mal wieder ein bisschen erdet, oder zumindest wenn ist halt so, dass der eine ein bisschen impulsiver ist, der andere ein bisschen ruhiger. Das muss so die passende Mischung sein, und da war mir die Erfahrung halt unheimlich wichtig, und Markus hat sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, auch bei verschiedenen Trainern, wo ich natürlich dann auch immer mal wieder nachgefragt habe, wie war es mit dem, weil es für mich dann auch interessant ist. Und es hat sich da absolut relativ schnell rauskristallisiert, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dass wir den Fußball ähnlich sehen. Wir haben uns dann natürlich ein paar Mal getroffen, haben über die Situation auch in St. Pauli gesprochen, über unsere Situation, gerade was nach Corona war, wie wir halt Fußball gespielt haben. Das war dann auch mal interessant zu hören von einem gegnerischen Trainerkollegen, wie er uns dann gesehen hat, die Entwicklung. Und ja, ich glaube, das hat von Anfang an sehr gut gepasst. Und natürlich hat sich jetzt so entwickelt, absolute Vertrauensperson. Ich bin froh, dass er sich für uns dann entschieden hat, auch in der Konstellation mit mir zusammenzuarbeiten. Und wenn es nach mir geht, kann es auch die nächsten Jahre so sein. Und wir hoffen, dass wir weiterhin gemeinsam Erfolg haben können. Und ja, wir wollen schauen, dass wir eine ähnliche Rückrunde spielen wie die Hinrunde. Und dann haben wir schon Großes getan hier. Ja, ich kann das eigentlich nur 1:1 bestätigen. Also es war für mich auch vom ersten Moment an, wirklich da eine Vertrauensbasis, und wir waren auf einer Wellenlänge in den Gesprächen. Und ich habe von Anfang an gehofft, dass man sich für mich entscheidet, nachdem meine Zeit bei St. Pauli geendet hat. Neuer Trainer hat sein eigenes Trainerteam berufen, und dann war für mich dann in dem Moment da kein Platz mehr, was völlig legitim ist. Und in dem Moment kam dann das Angebot oder die Anfrage vom VfL, ob ich mir das vorstellen könnte. Wir haben uns getroffen, und wie gesagt, es war von der ersten Minute an wirklich sehr vertrauensvoll. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier gelandet bin, habe es super getroffen, habe einen Cheftrainer, mit dem ich klasse zusammenarbeiten kann, der mir sehr viel anvertraut und mir eine große Wertschätzung entgegenbringt. Und da bin ich sehr dankbar für. Und ich freue mich jeden Tag wieder hier auflaufen zu können und hier arbeiten zu können. Günter Pohl.
Thomas, ich habe den Anfang vorhin noch nicht mitbekommen, als du über den FC St. Pauli gesprochen hast. Du hast ja sicherlich, wie die anderen Spiele auch, das Spiel gegen Regensburg dir komplett angetan. Und das Spiel war nicht so gut wie die Bilanz von St. Pauli in den letzten Wochen. Ich habe noch mal, weil ich es nicht glauben konnte, ein Chancenverhältnis von 2-3 zugunsten von Regensburg nachgelesen. Du wirst uns nicht die Ansatzpunkte deiner Arbeit für einen Erfolg verraten, aber was ist beim FC St. Pauli anders als vielleicht noch beim Hinspiel? Im Endeffekt sind sie jetzt in positive Fahrwasser gekommen und der Personalwechsel von einzelnen Spielern hatte ich vorhin angesprochen, dass da sehr viel stattgefunden hat, dass sich die Mannschaft komplett verändert hat. Sie spielen jetzt Fußball, wo sie versuchen, im Mittelfeld, gerade im Zentrum, immer wieder Überzahl zu schaffen, sodass das Zentrum immer überlagern. Da gilt es, Lösungen zu finden, gerade für uns in der Defensive. Offensiv haben wir auch genug Qualität, um den Gegner immer wieder, ich glaube, auch ins letzte Drittel oder in die eigene Abwehr reindrängen zu können. Wichtig ist nur, dass wir wissen, dass sie sehr spielstark sind, dass sie versuchen, auch Fußball zu spielen. Gerade, wie ich gesagt habe, über das Zentrum immer wieder tiefe Laufwege aus dem Zentrum, von den Mittelfeldspielern in die letzte Linie. Und da müssen wir höllisch aufpassen, aber im Umkehrschluss ist es auch so, wie ich vorhin gesagt habe, ich gehe davon aus, dass sie dadurch, dass sie Fußball spielen wollen, ich denke auch, dass sie aggressiv zu Wege gehen wollen, weil sie haben jetzt zwei Spiele gewonnen, haben jetzt auch Regensburg, auch wenn es vielleicht gefühlt nicht das beste Spiel von ihnen war, wichtig ist ein Ergebnis, was erstmal steht. Das haben wir am Sonntag auch erfahren, dass wir noch ein einigermaßen Ergebnis geholt haben und jedes Spiel ist logisch, fängt bei Null an. Wir wollen positiv in die Rückrunde starten. Das wird mit Sicherheit nicht einfach, aber wir haben die Schlüsse aus Sandhausen gezogen und ich habe vorhin gesagt, das wird ein komplett anderes Spiel und wir sind auf jeden Fall darauf vorbereitet. Nächste Frage. Aus eurer Runde erstmal nicht, dann live gerade nicht dabei, weil auch an der Hürde der neuerlichen Einladung offenkundig gescheitert. Markus Rensinghoff von der WAZ hat eine Frage an beide oder zwei Fragen an beide. Und zwar zunächst einmal bitte eine Bilanz der Hinrunde ziehen. Fangen wir mal mit dem Cheftrainer an. Boah, ich tue mir da heute ein bisschen schwer, eine Bilanz der Hinrunde, weil wir haben jetzt drei Spiele oder wir haben jetzt sehr viele Spiele. In kürzester Zeit, natürlich kann man sagen, mit 33 Punkten ist es eine sehr, sehr tolle Geschichte gewesen und deswegen Geschichte, weil es ist jetzt schon wieder vergangen. Wir werden natürlich jetzt an diesen Dingen gemessen. Wir haben sehr, sehr viel gelernt aus gewissen Phasen. Wir haben sehr viel Gutes für uns mitgenommen. Natürlich manchmal, du wirst nicht alle Spiele gewinnen, das haben wir am Sonntag auch gesehen. Natürlich waren wir unzufrieden mit dem Ergebnis, auch mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Aber das zeigt ja auch die Mannschaft. Im Moment zeichnen die das aus, dass sie dann auch unzufrieden sind und nicht alles für selbstverständlich nehmen. Wir können mit der Hinrunde absolut zufrieden sein. Klar ist jetzt auch, dass du eine ähnliche Rückrunde spielen möchtest, was nochmal schwieriger wird, weil der Gegner oder die Gegner wissen, was da auf sie zukommt. Dann wird es Phasen geben, gerade zum Ende der Saison hin, wo wir jetzt zwar noch nicht sind, wo einzelne Mannschaften um Abstieg spielen werden, wo wir dieses Jahr Gott sei Dank nicht dabei sind. Das ist ja auch schon eine tolle Entwicklung, wo ich gesagt habe, wenn wir es schaffen, eine Saison zu spielen, die einigermaßen ruhig ist, dann haben wir schon ein Großes geschaffen. Jetzt stehen wir da oben. Jetzt ist natürlich dieses Ziel, wo ich vorgegeben habe, natürlich schon irgendwo erreicht. Und das bedeutet, dass man sich neue Ziele stecken muss. Das wird, wie ich gerade gesagt habe, nicht einfach. Aber das ist ja auch das Schöne, dass wir daran gemessen werden und die Erwartungshaltung gestiegen ist. Und von dem her, wie gesagt, Hinrunde okay, vorbei. Und jetzt gilt es, die Rückrunde genauso zu gestalten, was nicht einfach wird. Also dafür, dass er sich ein bisschen schwer getan hat, war es schon ganz gut. Jetzt kommt der Co-Trainer. Ja, was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Also er hat ja schon weit ausgeholt und eigentlich alles dementsprechend erklärt. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also die Hinrunde mit der Punkteausbeute, mit der Entwicklung der Mannschaft, die Stabilität, mit der sie mittlerweile auftritt, da kann man sehr mit zufrieden sein. Und ja, es gilt jetzt dran zu bleiben und das Woche für Woche, Spiel für Spiel zu bestätigen. Und das wird schwer genug. Dann die zweite Frage, die an die beiden geht. So ein bisschen habt ihr das jetzt gerade auch schon im Verlauf der PK erläutert. Was schätzt du jeweils am anderen in der täglichen Zusammenarbeit? Also was zeichnet den jeweils anderen aus? Fangen wir diesmal dann mal mit dem Co-Trainer an.
Ja, seine offene, ehrliche Art, mir gegenüber, das Vertrauen, was er mir entgegenbringt, die Wertschätzung in der tagtäglichen Arbeit, das habe ich so auch nicht immer erfahren und das ist also wirklich etwas, was ich sehr schätze. Und persönlich ist es so, dass wir uns einfach auch sehr gut verstehen und was ich an ihm schätze, ist einfach auch seine Arbeit mit der Mannschaft, den Kontakt, den er zur Mannschaft hat. Er ist immer sehr nah dran und er spricht mit den Spielern, er diskutiert mit den Spielern und hat so einen richtig guten Draht zur Mannschaft und schafft es immer wieder dann auch, ja, da diese berühmt-berüchtigte Einheit zu formen und die Spieler mitzunehmen. Darüber hinaus im taktischen Bereich, glaube ich, sieht man auch, dass da eine Struktur ist, dass die Mannschaft einen klaren Plan an der Hand hat und ja, das verdankt sie am Ende dem Cheftrainer. Damit sind wir beim Cheftrainer. Ja, wenn solche lobende Worte kommen, kann ich natürlich nur gewisse Dinge zurückgeben. Das war ja auch der Grund oder eine Entscheidung für den Markus, weil wir haben es ja vorhin schon gesagt, das Vertrauensverhältnis komischerweise, wo man sich nicht kannte, von Anfang an da war. Für mich ist wichtig, dass ich einen Trainerkollegen habe, der absolut loyal ist, der mich total unterstützt. Auch da, klar spreche ich auch mit der Mannschaft, aber es gibt manche Situationen, wo wir uns immer austauschen, sprich, dass Markus auch dann mit einzelnen Spielern spricht, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind oder wo man halt das Gefühl hat, okay, vielleicht ist mal besser, wenn eine andere Person nochmal den Spieler ein bisschen motiviert, weil klar musst du als Trainer oder als Cheftrainer triffst du die Entscheidungen, die wir trotzdem immer irgendwo im Team fällen. Es ist auch so, dass wir auch öfters mal unterschiedlicher Meinung sind und das ist auch gut so, weil wir wollen ja immer das Bestmöglichste aus der Mannschaft rausholen und manchmal ist es so, dass du als Trainer vielleicht einzelne Spieler in einer gewissen Schublade hast, wenn man das negativ sieht, wo man gar nicht die Entwicklung des Spielers sieht, dass schon viele Dinge vielleicht besser geworden sind wie am Anfang und da ist es schon hilfreich, wenn man dann immer mal einen Hinweis bekommt und von dem her, ich habe auch gesagt, also ich bin eigentlich so ein Trainertyp, der, wenn er mit jemandem zusammenarbeitet, ihm auch die Aufgaben überlässt, wo ich absolutes Vertrauen habe, wo wir auch, klar, die Standards ein Bereich ist, wo man drüber spricht, aber wo ich dann auch absolutes Vertrauen habe und Markus die dann dementsprechend einteilt. Natürlich wird auch daran gemessen, ob wir gut verteidigen oder auch die Tore machen und das klappt wunderbar und wichtig ist, wir tauschen uns jeden Tag aus. Ich weiß, ich kann ihn auch nachts anrufen, was ich noch nie getan habe, aber das wäre auch jederzeit verfügbar und das macht dann einfach Spaß, wenn man mit solchen Kollegen zusammenarbeiten darf. Günther Bohl. Die erste Frage an Jens Fricke. Jens, habt ihr schon aus Hamburg Post bekommen, weil die Akkreditierungen waren bis eben noch nicht da? Wir schon, ja. Okay. Frage an Thomas. Thomas, die zweite Liga nimmt ja heute Fahrt auf und morgen auf. Wirst du dir heute spezielle Spiele angucken oder ist der Fokus jetzt erstmal St. Pauli und alles andere schaust du dir hinterher an? Ja, natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, schaut man sich immer Spiel an. Ich meine, spielen zwei Konkurrenten. Ich meine, Konkurrenten sind alle, aber die in den Tabellenregionen sind, wo wir uns auch befinden. Natürlich ist es ein sehr, sehr interessantes Spiel heute mit Düsseldorf gegen Hamburg. Und von dem her werde ich mir definitiv ein Spiel anschauen. Vielleicht schaue ich mal Konferenz an, aber die Möglichkeiten nutzt man immer, weil man immer wieder auf dem neuesten Stand sein will. Es ist ja nicht nur die zweite Liga immer, die spielt, sondern manchmal auch die erste Liga. Ja, ich habe auch die Möglichkeit, manchmal ausländische Ligen anzuschauen, weil das gehört einfach dazu, um einfach Dinge zu schauen, wie gehen andere Trainer, wie gehen andere Mannschaften mit gewissen Situationen um. Und das ist für mich auch immer eine Weiterbildung oder eine Fortbildung. Und heute habe ich die Möglichkeit und da werde ich definitiv mir was anschauen, ja. Und nochmal der Günther. Thomas, darf man also daraus schließen, dass du auf St. Pauli schon bestens vorbereitet bist und dass du dir auch die Zeit nehmen kannst, heute vielleicht Düsseldorf HSV zu schauen? Ja klar, ich meine, ich muss ja nicht mich 72 Stunden mit St. Pauli beschäftigen. Wir haben jetzt Sandhausen haben jetzt das Spiel abgearbeitet. Wir haben uns dann relativ schnell mit St. Pauli beschäftigt. Also nicht so, dass man da wartet bis kurz vor Schluss. Wir haben uns genug Videomaterial angeschaut. Natürlich hat man auch die Spiele vorher auch schon verfolgt, wenn die Möglichkeit da war. Wir sind wie immer gut vorbereitet. Natürlich wird es wieder am Donnerstag mit dem Ergebnis abgerechnet. Wir können auf jeden Fall sagen, dass wir die Mannschaft so vorbereiten, um Erfolg zu haben. Und jetzt liegt es an uns, an der Mannschaft, einen guten Start zu erwischen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir die Dinge wieder in die Waagschale werfen, was wir imstande sind zu leisten, dann können wir auch Erfolg in der Pauli haben. Ja, schönen Dank. Bitte. Ja,
normalerweise mein Text, aber scheint dann von eurer Seite zumindest keine Fragen mehr zu geben, oder? Ich schaue nochmal genauer hin. Nein. Gut. Horizontale Bewegung. Viel Erfolg, Thomas. Dankeschön. Alles klar. Besten Dank für euer Interesse und den einen oder anderen sehen wir dann auf St. Pauli wieder am Donnerstagabend. Bis dahin. Ciao, ciao.